Jungfrau, diese kurze, prägnante Legung ist für dich als Botschaft von deinem Erzengel. Ich von deinem Erzengel an dich überbringen. Wenn dir meine Arbeit gefällt, abonniere meinen Channel, aktiviere die Glocke, like und kommentiere dieses Video und erlaube mit dem Liken, mit dem Kommentieren der Botschaft dein Herz, deine Seele leichter, vollkommene Intensive zu erreichen. Mit der Dankbarkeit öffnest du das Herz und erlaubst, wie gesagt, der Botschaft in dich eindringen. Okay, lieber Erzengel, was darf ich der wundervollen Jungfrau, dem wundervollen Sternzeichen, Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau überbringen. Dankeschön. Wow. Mein Schatz, alles ist gut. Erzengel Jeremiel sagt dir, alles geschieht genau so, wie es geschehen soll, mit versteckten Segnungen, die du bald verstehen wirst. Und das ist auch, diese Karte beschreibt das, was dich quasi umgibt. Das heißt, sorge dich nicht darüber und darum, was um dich drumherum passiert oder was mit dir, mit deinem Leben passiert. Alles passiert so und geschieht so, wie es geschehen soll. Das heißt, alles ist gut. Was ist deine Rolle in dieser Situation, wo du gerade dieses Video anschaust? Du steckst da gerade in irgendeinem Zustand, in irgendeiner Situation. Vielleicht machst du dir Sorgen. Mach dir keine Sorgen, es ist alles gut. Was ist deine Rolle? Schau mal, kreatives Schreiben, Erzengel Gabriel. Nimm dir Zeit, deine Gedanken in deinem Tagebuch schriftlich festzuhalten oder einen Artikel oder ein Buch zu schreiben. Das heißt, wenn du Sorgen haben solltest und wenn du vielleicht nicht ganz nachvollziehen kannst, was gerade mit deinem Leben passiert, dann bringe dem Ganzen einen verschaffe dem Ganzen eine Art Ventil und bringe deine Gedanken, vielleicht auch deine Sorgen, was auch immer, aufs Papier. Vielleicht bring das zu deinem Verarbeitungsprozess, das verhilft deinem Verarbeitungsprozess. Vielleicht kannst du mit diesem Schreiben auch den anderen helfen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken. Und zu einem hilfst du dir selbst, du bereinigst dich. Und du hilfst den anderen, weil sie dich selber in deinem Schreiben wiedersehen. Und die merken, okay, wir sind nicht allein damit. Ja, schau mal, kreatives Schreiben. Am Ende ist die Situation dafür da, dass du auf deine Intuition stärker hören darfst. Denn wir haben als Ausgang die Karte Hellhören, Erzengel Zadkiel. Achte auf die liebevolle Führung, die du in deinem Inneren oder von anderen Menschen hörst. Vielleicht hast du bis jetzt nicht so intensiv auf deine innere Stimme gehört oder der nicht so viel Beachtung geschenkt, obwohl du eigentlich immer wusstest, du bist intuitiver Mensch. Aber ich glaube, du wirst am Ende immer stärker quasi dich mit allem verbunden fühlen, weil du dann auf einmal merkst, okay, die Synchronizitäten im Leben, dass ich vielleicht an einen Menschen denke und er erscheint dann in meinem Leben oder er meldet sich am nächsten Tag oder du siehst über allem die gleiche Zahl, das heißt, die Erzengel kommunizieren mit dir oder du hast dir etwas in den Kopf gesetzt, manifestiert und das tritt dann ein, das heißt, das alles, wenn du quasi darauf aufmerksam wirst, stärkt dein Bewusstsein, stärkt deine Intuition. Und wenn du quasi die Beweise siehst, dass es irgendwie alles einen Sinn macht, dass du das große Bild siehst, fühlst du dich mit allem immer mehr verbunden, nicht mehr allein. Und das gibt dir natürlich unheimlich viel Kraft für deine Entscheidungen. Und um quasi dahin zu kommen, in dieses starkes Hellhören, dass du deiner inneren Stimme vertraust, dass du quasi darauf hörst, was dir die anderen Menschen sagen, sagen die Erzengel, wie der Erzengel Gabriel, wundervoll, liebevolle Fürsorge, indem du dein Kind liebevoll umsorgst, tust du dasselbe auch für dein eigenes inneres Kind. Beides ist für dich in dieser Zeit von großer Wichtigkeit. Vielleicht hast du Haustier, vielleicht hast du ein Kind, vielleicht hast du ein Patenkind, vielleicht ist es das Kind deiner Freunde und du fühlst unheimlich verbunden dich mit diesem
kleinen Wesen. Du fühlst die Verantwortung. Am Ende geht es um dein inneres Kind, natürlich. Wie kannst du, da, weil oft die innere Stimme ist auch oft die Stimme des inneren Kindes. Das heißt, das, was wir uns früher unterdrückt haben, das, was wir uns früher nicht erlaubt haben zu sein, das Kind sein, weil die Kindheit schwer war, die Eltern hatten es schwer, die hatten keine Zeit, kein Geld, kein Nerv, keine Empathie für uns. So haben wir angefangen, viel schneller erwachsen zu sein, und das Kind sein hat drunter gelitten. Jetzt ist die Zeit, das innere Kind rauszulassen und diese Stimme, diese inneren Stimme Raum zu schaffen, indem man selbst eigene Mutter und eigener Vater für dieses Kind ist. Und yes, das heißt, jetzt, um quasi dieses Hellhören zu verstärken, darfst du dir bewusst werden, dass, wie gesagt, das innere Kind in dir, es gibt, glaube ich, so ein Buch, man möchte Heimat finden. Das heißt, dass du deinem inneren Kind jetzt endlich die Familie bietest, aus deiner inneren Mutter, aus deiner inneren Frau, aus deinem inneren Vater, aus deinem inneren Mann. Und quasi das alles bist, was vielleicht deine leiblichen Eltern nicht sein konnten, weil sie es anders nicht wussten. Aber du darfst ja dein Leben umschreiben und darfst ja dein Leben kreieren. Und das möchten dir die Erzengel sagen. Alles ist gut. Bringe deine Gedanken, deine Sorgen, deine Visionen zu Papier. Befreie dich, kreiere dein Leben neu. Umsorge dich um dein inneres Kind. Vielleicht indem du für jemanden anderen sorgst und gleichzeitig dich selbst reflektierst, was würde dein inneres Kind wünschen im Moment, und höre stärker auf deine Intuition, denn ja, ein wundervoller, intensiver Austausch und mit der inneren Stimme, mit der Intuition, so ein Leben ist wundervoll, so ein Leben ist einfach im Fließen, man ist dann im Frieden mit sich selbst und nicht mehr im Krieg. Wow, liebe Jungfrau, was eine wundervolle, liebevolle Legung. Ich hoffe, die Botschaft hat dich erreicht. Wir hatten hier Erzengel Jeremiel, Erzengel Gabriel, Gabriel nochmal und Erzengel Zadkiel. Yes. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.